Also es hat angefangen mit leicht depressiven Verstimmungen und Angstzuständen und halt immer wieder diese Wellen von Gefühlen, die ich halt nicht zuordnen konnte. Also in allen möglichen Situationen überkamen mich halt Gefühle wie Unwohlsein, Nervosität, überfordert sein, diese Stressgefühle, aber auch teilweise halt in Situationen, die ich mir gar nicht erklären konnte, also wo ich dann dachte, hey, warum fühlst du jetzt so? Und genau, bin dann halt auch zusammen mit meinem Bruder halt darauf gekommen, dass das halt was mit der Kindheit zu tun haben könnte. Und genau, hab dann dadurch dann, dass ich auf sie gekommen bin, halt auch angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber im Prinzip hat es angefangen mit diesen diversen, auch körperlichen Symptomen. Also ich hatte wirklich von Migräne über ja, Bauchschmerzen, Übelkeit, alles Mögliche. Und genau, diesen Zusammenhang dann zu verstehen. Ja, also fand sie auf jeden Fall sofort direkt sympathisch. Halt auch so ein bisschen für mich jetzt wie so eine Mutterrolle dann in dem Sinne, zumindest auf Zeit. Sie sind sehr verständnisvoll und einfühlsam und man merkt halt auch, dass sie sich sehr, sehr gut auskennen auf dem Gebiet und halt auch ja selber betroffen sind. Und deswegen halt auch, glaube ich, einiges sehr gut nachvollziehen können einfach. Oder sich halt auch gut in allen reinversetzen können. Ja, genau. Also auf jeden Fall dieses ganze Thema Toleranzfenster, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Auch sich selber dann zu beobachten und zu merken, okay, wann bin ich nicht mehr in meinem Toleranzfenster und dass das halt auch wirklich so benannt werden kann. Also diese diffusen Symptome, sage ich mal, die man ja nie zuordnen konnte, dann plötzlich irgendwie so kategorisiert werden können. Und ich finde, das gibt einem halt auch wieder so ein bisschen Sicherheit, dass man weiß, dass das halt nichts Unnormales ist, sondern dass das halt erklärt werden kann. Ja, dann natürlich die Beziehung zu den Tätern, sage ich mal, und auch da halt Grenzen zu setzen und diese mit einem anderen, in einem anderen Licht zu sehen, das war bei mir auf jeden Fall auch große Veränderung, also die Täter halt nicht mehr in Schutz zu nehmen. Die Symptome natürlich verstehen, die Kindheit verstehen, ich glaube, da gibt es viele Aha-Momente. Und natürlich das Thema Selbstfürsorge, also das nochmal so bewusst zu kriegen, dass das, wie wichtig das eigentlich ist. Also ich würde für mich sagen, dass ich am meisten aus den 1:1-Sitzungen profitiert habe, die ja auch Körpertherapie enthalten. Aber ich glaube, das ist ganz individuell. Also manche mögen das vielleicht lieber in einer Gruppe. Also das ist das Angebot ja auch recht breit. Aber ich konnte einfach da am besten 1:1 mit ihnen die Sachen besprechen. Also auf jeden Fall die Regulation vom Nervensystem, indem ich zum Beispiel dann täglich die Routinen mache, die ich von ihnen bekommen habe. Das merke ich vor allem dann, wenn ich es nicht mache. Also neigt man natürlich auch zu, wenn es einem dann besser geht, das dann schleifen zu lassen. Und da merkt man dann schon, wie viel das einem doch bringt, diese Viertelstunde oder halbe Stunde am Tag halt in sich selber zu investieren. Genau, also generell einfach Verbesserung der Symptome.
Also ich würde die Akademie auf jeden Fall weiterempfehlen. An Personen, die bei denen zum Beispiel die gängigen Therapiemethoden nicht helfen oder nicht geholfen haben, ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass das falsche Thema da behandelt wurde. Deswegen sehe ich da eine große Chance drin, dass das Thema dann passen könnte. Ja, oder halt auch diese undefinierbaren Gefühlszustände, die man sich vielleicht nicht erklären kann. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal genauer hinzuschauen und vor allem halt die Kindheit nochmal zu beleuchten, ob da nicht doch noch irgendwie was vergraben ist, was man vielleicht heilen kann. Genau. Und dann halt auch seinen eigenen Körper und diese Symptome letztendlich besser verstehen kann.